Wenn man in Lumion Objekte einbaut, Pflanzen, Autos oder andere Objekte, kann man hier auch im Bauen-Modus, zum Beispiel bei Pflanzen, verschiedene Platzierungsmethoden nutzen. Hier bei der Natur können hier zum Beispiel Pflanzen, Büsche oder sowas ausgewählt werden. Hier in diesem Fall Pflanzen. Diverse Büsche, welche interessant sind. Zum Beispiel auch mal etwas kleineres, wie dieser Ficus hier. Per Doppelklick kann man den auswählen. Und dann kann man mit den üblichen Navigationsmethoden an die Stellen fahren, wo die Pflanzen platziert werden. Und man kann auch hier eine Clusterplatzierung nutzen. Und dann hängen so manche Büsche an der Maus. Und mit einem Klick platziert man halt hier weitere Büsche, andere Ficus. Das hier ein bisschen mehr Grünzeug ist. Eine weitere Methode ist die Pinselplatzierung. Vielleicht nutzt man das hier bei anderen Büschen, Bäumen, Bodendeckern, je nachdem, was man hier so braucht. Hier werden dann zum Beispiel solche Sachen, Azaleen, vielleicht diese hier per Doppelklick ausgewählt. Dann gibt es eine gewisse Dichte, den man hier einstellen kann. Und dann kann man hier mit gedrückter linker Maustaste hier die Sachen platzieren oder mit dem Pinsel auch wieder so manche Sachen weglöschen oder mit dem Platzieren wieder pinselmäßig was einbauen und dann Teile wieder löschen und dann andere Sachen nehmen und mit dem Pinsel hier unten platzieren, je nach Hintergrundgestaltung, welche notwendig ist. Dann gibt es noch etwas Interessantes, was hier im Rasen platziert wird. Wenn man mal hier das mit Escape verlässt, hat man auch die Möglichkeit, neben der Einzelplatzierung auch mehrere Objekte zu platzieren. Hier sind zum Beispiel schon mal drei Büsche platziert worden mit Plus. Und dann können hier vielleicht noch Grasobjekte mit dazukommen. Plus, beziehungsweise man wählt aus der Kollektion dieses oder jenes Grasobjekt aus. Zum Beispiel hier grünes Gras. Oder hier generell aus der Graskollektion. Dies hier markiert man Plus. So, dann vielleicht noch das Ding hier Plus. Und so weiter und so fort. Hier baue ich noch eine gewisse Auswahl ein. Vielleicht das hier Plus. Je nach Geschmack, was man braucht. Einfaches Gras, das hier plus, ein bisschen was Größeres, hier noch was plus, schön wild. Zurück. Vielleicht bei den Pflanzen gibt es noch was Interessantes, was man hier eben so einbauen möchte. Zu viel des Guten. Bodenefeu kann damit dazu kommen. Und vielleicht noch ein bisschen Laub, dass da hier auch noch ein bisschen nicht in den Ecken, einfach ein bisschen Laub noch mit dazu, je nachdem. Und dann wird man die Anzahl entsprechend einstellen, zufällige Richtung, zufälliger Abstand, zufällige Breite der Linie. Mit gedrückter linker Maustaste zieht man das hier auf, ungefähr so eine Linie von, was heißt mit gedrückter linker Maustaste, von einem Eck zum anderen Eck klickt man und dann wird entlang der Linie so einiges eingebaut. Und dann kann man hier noch mit den Schiebereglern spielen, was hier so entlang der Linie eingebaut wird. Die Richtung kann noch gedreht werden. Die zufälligen Werte kann man noch einstellen. Abstand, was es eben so gibt. Und die Anzahl kann man noch nach oben oder nach unten schrauben. Dann entsteht hier recht passabel ein Bereich, in dem linear viele Objekte platziert worden sind. Irgendwann ist man damit fertig. Falls man dann normal weiterarbeiten kann, kann man auch die Auswahl nehmen und vielleicht so vereinzelte Objekte wie hier das verirrte Objekt auf der Straße löschen oder andere verirrte Objekte auf der Straße nutzen und diese auswählen. Ich bin gerade beim Pflanzen einbauen und die Pflanzen werden dann beim Auswählen gefiltert und gelöscht. Sehen wir uns das mal kurz aus der Fotoperspektive an. Aus einer der Fotoperspektiven hier. Hier sind dann schon ein paar Pflanzen platziert. Hier ist noch jede Menge Pflanzen.
im Busch. Und so kann man das weiter gestalten. Und dann werden hier sicherlich noch einige Gestaltungen folgen, die ähnliche Techniken nutzen, um hier weitere Pflanzen, wie auch hier weitere Pflanzen zu nutzen.